Man auf die Schriftzeichen kommt, also kann sein, dass durch spirituelle Verbindung und auch in spiritueller Verbindung wird dann irgendwann gefragt, sag mal, wie standardisierst du das denn? Und da wird dann von Nord, Süd, Ost und West unterschieden. Nord ist meistens die Top-Standardisierung auf dem Tischlaut in A ausgesprochen und Süd meistens mit einem K oder einem S oder einem T hinten angehängt und Ost und West eben entsprechend. Wenn wir jetzt von den deutschen Runden ausgehen, Fehu. Also ich werfe beide Arme nach links und verbiege mich nach rechts. Dann lasse ich mich fallen und tritt auf. Es ist Tivats, ist der, die Wahrnehmung von der Stirn fährt irgendwie ein Stück Energie in der Erde und ohne dass ich vom Himmel was wiederkriegt, dass ich der Erde was geopfert habe, kommt genauso auch was wieder, nur ohne dass ich den Himmel geopfert habe. Dann kommt man auf die Idee von Fallen und lässt einen Stein fallen. Und dann will man den Stein auch schmeißen und will den Stein auch schießen. Und dann fängt man an, einen Pfeil zu bauen. Wenn der Pfeil dann gebrochen ist oder über Kreuz gelegt wird, dann macht er ein Zeichen. Jedes Zeichen macht ein Geräusch. Das zu sagen wäre eben, also hier das altrunische A, ist spiritueller Mythos. Es sei denn, das Gesagte geht zur eigenen Flagge, zum F. Dann steht natürlich Wissen. Gun Bo, Song Bo, Gehstock. Und langt das ganz gut, wenn eins sag ich dir, gibt es sich oder gibt es nichts, sich nicht, so fährt es ab in meine Kraft. Fehu Tivats, Giborix, Ansel, so. Dann kommen wir irgendwann von Tivats ohne Ende, kommt der Gedanke, ist der Fall vom Schaft getrennt, ist das auf jeden Fall vielleicht. Und dann kommt irgendwann der Gedanke, wenn der Fall kein Fall ist, sondern ein Gedanke, wie ich ja vorhin mit den nicht opfernden Energiegefühl erklärte. Dann gibt es unten einen breiten Strich, unten einen breiten Strich und einen kleinen Strich. So, dann nennen das diese drei Zeichen. Wang, edel, Ti, irdisch und Qi, verantwortlich. So, das würde dann das Zeichen Blockbuchstaben ergeben. Sprechen wir, standardisieren wir auf Schuh. Das ist nicht ganz geschnitzt, Qi oder Run oder Gisi Run oder Bugaisi Gisia. Jemanden fesseln oder rumschnitzen, sondern einfach nur ein Buchstabe. Der, wenn der Zweig vom Himmelzeich fällt, sich in Langzeichen zum Schicksal erinnert. Also eben himmlische Runen und nicht irdische Runen und auch nicht opfern. So, dann ist es jetzt von den
von der Idee der Begegnung zu den Kultstätten auch für die Bekehrung. Dann wird Fehu Ai-Projekt, das heißt so ein T-Shirt oder ein Schriftzeichen auf dem T-Shirt sozusagen, wäre dann von der Begegnungsstätte her nicht I Ching, gleichgemachte Wirkung oder auffahrender Komet und abfahrender Komet wird abfahrend als Beängstigung gesehen und auffahrend als gleichgemacht. Was wir natürlich heutzutage gänzlich missbrauchen, indem wir mehr Silvester feiern, als Raketen für Menschen gut sind, wäre die irdische Religion, die das der Stadt gibt, wegen der Wiederholung der Taten I Ching, also dass man davon ausgeht, dass die Handlungen eine Verletzung machen und die Verletzung so eine ähnliche Form hat wie die Runen oder die Runen da zumindest rein interpretiert werden und dann die himmlischen Schriftzeichen für die Acharik stehen müssen, wo sie ja sowieso aus der Acharik gleich abgewandelt stehen. Also das ist eben Sinologie. Also andere Schriften sind eben wie E und B und A und B und E und U von mongolisch bis uigurisch, burmesisch bis Sanskrit eben Schriften. Und hier ist es eben keine Schrift, sondern acharisch abgewandelte Zeichen, die standardisiert sind. Das ist eben Sinologie. Das wird eben so, wurde eben so hauptsächlich in China so kultiviert. Abgesehen von den eben erwähnten Langzeichen, die ja nun auch gänzlich lexikalisch fehlen und auch fast lexikalisch gar nicht mehr aufzutreiben sind, dann aber fürchterlich interessant wären dafür. So, wenn man jetzt, wie komme ich darauf von irdisch auf himmlisch? Ist Shang maßgebend. Shang Ti hervorbringt irdisch, also halbirdisch ist immer was irgendwas hervorbringt. Ist nicht unbedingt Nü und Nan, Mann und Frau, sondern einfach nur was hervorbringt. Wie Quellwasser oder so. Oder Schöpfwasser, hier sagen wir eher Schöpfwasser. Ein Pfeil oder ein vielleicht oder ein sich ambivalentierendes vielleicht. Shang-Chi, Shang-Ge. Dann sagen wir, ja, das kann man machen. Also das scheint erstmal mystisch und hat auch nur mystische Ergebnisse und die sind vielleicht für Linguistik ganz eindeutig, aber schwer zu sammeln und schwer sich zu merken. Und man muss unheimlich viel lernen, um sich so viele Eindeutigkeiten zu merken. Und will die natürlich auch möglichst eindeutig, also nicht in Dreiklangworten, wie Sprachen bestehen, sondern in Einklangworten standardisieren, wäre dann der Gedanke. Sagt man einfach, das ist nicht möglich. Doch, sagt man, es ist möglich. In Bian San Cao Yi Ten Zhi, wenn ich eine Handführung dreimal ausbessere, ist das gerecht gewordene in Kenntnis von einem Zeichen, eben durch ein feines Ohr. Ich sage, Ting ist eine Versammlung und ist eine Zählung, ist irgendwann Titel und Ting auch die Lust, jemandem zuzuhören. Nicht jemand nur mit dem Ohr zuzuhören, sondern auch sein Treue und sein Pflichtgefühl auf das Zuhören aufzueichen. Dann sagt man von Wang Ti Si Shang Ti Shang Ge Su Si Chi Ai, dass
aussprechen, genau zu hören, wäre Sü, Soi, Entschuldigung, und Sü, wie hast du nochmal gesagt, und nicht mehr Sie, wie es sonst in der Benutzung gewesen wäre, einfach ein Adjektiv oder eine Bezeichnung, wenn nicht gar wo, eine Beleidigung, sondern eben Che, ein Werkzeug, das man anfassen kann, weil man der Aussprache genau zugehört hat und es eindeutig bezeichnen kann, das Werkzeug. Hammer oder Nagel, eben Ju, auch nochmal Vernunft. Ju. Vernunft. Und da sagt man, das mit der Schrift, das ist nicht nur ambivalent, sondern eventuell allgemein vielleicht nicht, aber persönlich ist das genial, ist I genial, wogegen Xi nur das Geräusch von dem Pfeil ist. Wenn Shen das Verstehen ist, ist Xi, Geräusch, Pfeil gesagt, immer noch das Gerücht. Das heißt, du standardisierst das so und ich standardisiere das so. Können wir uns einigen auf eine Standardisierung, bleibt das eben ein voneinander wissendes Gerücht und ist für den einen der andere immer nur ein Gerücht. Dann ist Q eben nicht Che, sondern kaputt. Das heißt, wenn es jetzt andersrum geschrieben wäre, schreibe ich Chien, herrlich, darf man heute auch nicht mehr schreiben, das wäre dann Supernova-Explosion oder Liang Xixi, Karre oder Auto oder Wagen, da käme ich schon eher hin. Ist aber so rumgeschrieben, also Q, kaputt oder überbeladen. Deswegen eben I Ching und I Ching, also die. Himmlischen Binderungen oder die irdischen Binderungen, wobei die irdischen sich behaupten, obwohl sie rein interpretiert sind in die Wiederholung und die himmlischen sich über eine Wiederholung im Zufall verstehen und sich haben das fühlen lassen wollen. So kann man allein aus Handführung, also sagen wir mal, Gesten, Posen, Späße, Laufarten, Verrenkungskünste, allein daraus Schriftzeichen gewinnen, auch ohne zu orakeln, wobei das Irdisch dann fürs Orakel verwendet wird und himmlisch fürs Prophezeien vielleicht, aber eigentlich fürs Orakeln, wie auch fürs Prophezeien eigentlich, mehr kritisch betrachtet wird oder verweigert wird oder eigentlich betrachtet wird. So kommt durch Shang Ti eben die Sinologie, die Schriftzeichen und dadurch eben auch die Handführung, wie auch umgekehrt von der Handführung auch die Schriftzeichen kommen, wobei dann sie Shang-Chi in den Hintergrund gerät. Jetzt Shang-Chi-Sheng, also Chi-Shang-Chi-Sheng, und nicht Jü, sondern eben Sheng oder Ting oder Beng, müsste ich jetzt lügen. Da bin ich irgendwie rausgekommen. Wenn man sich das in Ruhe überlegt, kommt man da
ganz genau hinter und weiß genau, was Sinologie ist und was nur Fantasie ist. Wenn die Fantasie zum Beispiel mit einem Keil geschrieben wird, in Piktogramm, dann geht es meistens auf wilde Tiere zurück und ist auch eindeutig ganz reizvoll, aber eben nicht standardisierbar, sondern nur verwendbar. Das ist eben der Unterschied zwischen piktogrammischer Sinologie und Sinologie. Das war auch mal ihr Sinologiestudio von Kernkittau, ausschließlich für Kernkittau.